Ich habe sehr viel Glück gehabt während des Krieges. Ich war die meiste Zeit in Stäben und nicht bei der kämpfenden Truppe an der Front. Aber in Russland war meine auf Selbstfallaffetten montierte Flak-Einheit Teil der 1. Panzerdivision. Erst mit dem Vorstoß Richtung Leningrad und dann im Laufe des Spätsommers und des Herbstes 1941 der Vorstoß in Richtung Moskau. Und als wir keine Panzer mehr hatten, waren noch ein paar Schützenpanzer lag und es waren die Flakgeschütze auf Selbstfallaffetten, Raupenfahrzeuge, die waren noch nach. Die wurden so eingesetzt, als ob sie Panzer wären. Hatten allerdings nur eine 2 cm Kanone, es war kein Vergnügen. Welchen Dienstgrad hatten Sie damals? Leutnant. Leutnant der Reserve. Später wurden wir umgetitelt. Dann hieß es Leutnant oder Oberleutnant später in Klammern KR.O. Auf Deutsch Kriegsoffizier. Klammer wieder zu. War man denn tendenziell innerhalb dieser Offizierkreise, die Sie jetzt kennengelernt haben, für Hitler? Oder bemerkten Sie auch gewisse Zurückhaltung? Nein, die Leute, mit denen ich zu tun hatte, waren alle gegen Hitler, mit einer einzigen Ausnahme. Der ist dann auch später, ich glaube 1944, zum NSFO, nationalsozialistischen Führungsoffizier, ernannt worden. Aber die übrigen waren gegen die Nazis. Und es war eigentlich ganz klar, dass wir alle dagegen die Nazis waren. Aber gleichzeitig waren es alles Leute, die es für ihre verdammte Pflicht und Schuldigkeit gehalten haben, dem Vaterland zu dienen, auch im Kriege zu dienen. Das war eine Schizophrenie des Bewusstseins. Wie beurteilen Sie denn Ihre eigene Meinung jetzt im Nachhinein? Sie waren etwas kritisch, aber Sie waren nicht irgendwie entschlossen, was gegen das Regime zu tun, obwohl Sie vielleicht innerhalb dieses Regimes sich an einem Verbrechen, vielleicht sogar an einem Verbrechen beteiligten? Ich war an keinem Verbrechen beteiligt. Das war ein Teil des Glücks, das mir während des Krieges widerfahren ist. Ich habe auch dergleichen nicht miterlebt. Was Sie da eben gefragt haben, das fragt sich heutzutage leicht. Wenn Sie sich versuchen vorzustellen, wie man als 23, 24, 25-Jähriger zum Schluss eingebettet in eine Hierarchie, die man nicht übersehen kann, da kommt man nicht auf die Idee, Widerstand zu organisieren. Wenn man einen älteren Vorgesetzten oder einen älteren Freund hatte oder einen Schwiegervater oder einen Vater hatte, der auf die eine oder andere Weise davon wusste, dass es Widerstandsversuche, Widerstandsorganisationen gab, dann hätte man möglicherweise sich angeschlossen. Aber für mich war das völlig undenkbar. Ich war einer von hunderttausenden Soldaten, die erzogen waren in dem Bewusstsein, du hast deine Pflicht zu erfüllen. Jetzt möchte ich nochmal auf die Wehrmacht als Organisation zu sprechen kommen, der ja in den letzten Jahren sehr, sehr starke Vorwürfe gemacht werden, durch zum Beispiel die Wehrmachtsausstellung. Wie denken Sie denn darüber? Ich habe die Wehrmachtausstellung, die ja in zwei verschiedenen Fassungen
gezeigt worden ist. Die erste Fassung war ganz offensichtlich von Vorurteilen geprägt. Ich habe beide Fassungen nicht gesehen, wohl aber habe ich Kataloge gelesen, die es dazu gab. Es ist eigentlich nicht mein Bier, mich dazu zu äußern. Die pauschale Verunglimpfung aller deutschen Soldaten halte ich für töricht und unmoralisch. Umgekehrt, genauso töricht und unmoralisch ist der Versuch, die Ehre des deutschen Soldaten zu glorifizieren. Es hat sicherlich Wehrmachtoffiziere gegeben, die an Verbrechen beteiligt waren. Und es hat sicherlich Wehrmachtoffiziere gegeben, die alles versucht haben, um den Hitler zu beseitigen. Dazu gehört Stauffenberg zum Beispiel. Dazu gehört ein Mann, den wir erwähnt haben, wie Ulbricht. Und manche anderen. Ein kollektives Urteil über eine Personenmehrzahl von, was ich, 14, 15 Millionen Menschen abzugeben, ist Anmaßung.